agiles und kostengünstiges Client-Management mit der Microsoft Cloud. Weiter ausgeführt würde ich sagen, die Hauptaspekte sind Cloud-Verwaltung und Provisionierung der Endgeräte der Microsoft Clients, dass die ganzen Updates und Services aus der Microsoft Cloud kommen, Stichwort Always On, Always Up to Date. Und drittens, die Benutzer zu ermächtigen durch Safe Services. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist das letzte, das grenzenlose Netzwerk. Das heißt, irgendwie, wenn wir Clients jetzt irgendwo im Internet-Facing haben, ist die sichere Produktivität, also auch die Sicherheit sehr wichtig mit der Microsoft-Technologie. Aus meiner Sicht kann der Kunde nur gewinnen. Das Ganze zahlt in vier Perspektiven ein oder in vier Bereiche. Das erste ist natürlich der Endanwender, der eine Beziehung zu seinem Endgerät aufbaut. Stichworte Choose Your Own, Bring Your Own Device, private Nutzung auch zu ermöglichen, den fließenden Übergang zu haben zwischen Arbeit und Beruf mit dem entsprechenden Endgerät und den Services. Und natürlich Self-Service, das heißt irgendwie schnell halt IT-Services zu konsumieren. Dann haben wir den zweiten Bereich, das sind die IT-Owner oder die Administratoren, die für die Services zuständig sind. Da ist eine enorme Entlastung durch den Wegfall der On-Premise-Infrastruktur und das ganze Treibermanagement, den Hardware-Warenkorb zu managen, die US-Image-Pflege, die komplett wegfällt, Verringerung im Support durch stabilere Services. Die vereinfachte Administration, aus meiner Erfahrung sind die Cloud-administrativen Oberflächen viel, viel fluffiger als das, was ich On-Prem kenne. Besseres Monitoring, also wirklich ein allumfassendes Monitoring über die Cloud-Services, über die Client-Services. Dann haben wir den dritten Bereich, das sind die Security-Verantwortlichen, die Security-Officer. Die haben durch die Microsoft-Technologie und diesen Ansatz eine logische Trennung zwischen privat und geschäftlichen Daten und Anwendung, haben umfassendes Threat Detection Management für die Client Services, wirklich an allen wichtigen Endpunkten, umfassendes Monitoring über die ganzen Client Services. Es zahlt da wirklich in alle Sicherheitsaspekte ein und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig jetzt 2018 jetzt die neue GDPR. Da müssen sich die Unternehmen jetzt mit auseinandersetzen, mit dem Recht zu vergessen, überhaupt mal irgendwo das Monitoring irgendwie zu haben und über die IT-Assets. Da bieten die Microsoft-Technologien wirklich einen tollen Mehrwert. Dann haben wir irgendwie die Stakeholder oder letztendlich irgendwie der CIO, die Geschäftsführer, das Management als letzte Perspektive. Da sind die Mehrwerte sicherlich Kostenreduktion. Klar durch die wegfallenden Wartungskosten für den Wegfall der internen Infrastruktur, für die nicht ganz so aufwendigen IT-Services wie im klassischen oder traditionellen Management. Dann Agilität in den Client Lifecycle Services, also wirklich schnell die Funktionen an Endanwender wirklich bringen, was teilweise ja bis zu 6 Jahren früher gedauert hat, wenn man neues OS ausgerollt hat, dass da wirklich irgendwo halt die Funktion sofort irgendwie auch den Endanwendern bereitstellen. Und letztendlich zufriedene Endanwender, im Idealfall zufriedene Security Officer und IT Owner, also das heißt irgendwie die Zufriedenheit spielt sicherlich auch einen großen Mehrwert dann nachher für die Stakeholder. Voraussetzungen. Auf jeden Fall, denke ich mir, ganz wichtig ist, die Cloud-Strategie des führenden Herstellers Microsoft auch wirklich anzunehmen. Also, nicht nur zu sagen, irgendwie wir vertrauen Microsoft irgendwie so ein bisschen oder wir nehmen da so ein Produkt, sondern wirklich auch den Weg, den Microsoft geht, auch einzuschlagen. Und möglichst irgendwie nicht so viel Silos zu bilden. Wirklich eine One-Vendor-Strategie dazu fahren und auch die Software-as-a-Services, die es da im Moment gibt, irgendwie auch zu nutzen. Was es noch braucht, also ich glaube, ganz wichtig ist auch der Faktor Mensch. Also es braucht auch irgendwo in dem Unternehmen, in der IT-Organisation Leute, die sich auf die Veränderung einlassen und diese auch treiben. Wir können die Impulse setzen, wir wissen, wie es geht, aber letztendlich irgendwie ist das ein langer Prozess, wenn man die Leiter irgendwie wirklich alles einbieten will. Und da bedarf es eben auch Leute, die das Ganze eben auch treiben und die Fahne hochhalten, auch wenn wir als Externe raus sind. Dann
ist sicherlich ganz wichtig irgendwie, dass die IT-Services oder die IT-Owner, die Admins und die sich in solchen Projekten auf Kundenseite damit beschäftigen, dass die technikbegeistert sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Schrittigkeit wird immer höher und die müssen sich halt auch entsprechende Freiwilligkeit mitbringen, irgendwie sich auf die neuen Technologien einlassen. Und was auch sehr wichtig ist, dass es so eine Art Enterprise-Architekt im Unternehmen gibt. Also auch jemand irgendwie, die ganzen IT-Services wirklich auch über, der die Idee auch erstmal im Hinterkopf hat für eine Roadmap, die Fahne hochhält und das Ganze eben auch versteht. Und sicherlich ein wichtiger Punkt ist auch, was der Kunde mitbringen muss, ist einfach das Vertrauen auch des Management, der Stakeholder, diesen längeren Weg auch zu gehen. Und einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, damit diese DevOps-Szenarien, diese Schnelligkeit, diese Geschwindigkeit, die Microsoft vorliegt, auch funktioniert, ist halt ein agiles Projektmanagement zu etablieren. Und da gehört halt auch sicherlich mit hinzu, dass man eben Freiwilligkeit mitbringt, Leidenschaft fördert und das Vertrauen eben auch da ist. Ausblick, wo geht die Reise hin? Also aus meiner Sicht, also wenn ich mir mal angucke, so, was in den letzten 5 Jahren passiert ist in der Cloud, wenn mir das jemand erzählt hätte vor 5 Jahren, was die Möglichkeiten, die heute bestehen, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist irgendwie, wie das Ganze skaliert über die Welt, wie schnell das Ganze geht. Ich mache jetzt die Client-Management-Prozesse irgendwie bei den großen Endkunden irgendwie seit 20 Jahren. Und das, was heute möglich ist mit der Microsoft Cloud, das ist wirklich immens. Und auch die Schrittigkeit, also die neuen Funktionen, die Vielfalt, die da ist, wie das Ganze skaliert, das ist wirklich enorm, wahnsinniges Potenzial. Oft zitiert, aber passt wirklich, also es geht nicht die Frage irgendwie nach dem Ob, sondern wann. Und viele Unternehmen irgendwie beschäftigen sich jetzt schon in Teilbereichen mit diesen Technologien, sei es Office 365, sei es Windows 10 oder dass sie über Azure-Dienste nachdenken. Wichtig ist halt, dass man die Leiter weitergeht irgendwo und wirklich irgendwo halt auch Richtung IT-Services möglichst nachher alles einsetzt. Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch, irgendwo geht die Reise hin, dass die interne IT den Client wirklich auch als Service sieht. Ich habe so viele IT-Service-Organisationen gesehen jetzt in den letzten 20 Jahren. Und dieser Service-Gedanke, der ist ja nicht neu, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da Silos aufgebrochen werden. Und es ist ein komplexer Client, der aus vielen Bestandteilen besteht. Und das Ganze muss wirklich irgendwie ganzheitlich gesehen werden. Und die Services müssen möglichst grün sein und auch fluffig. Und Ziel muss immer sein, dass die Endanwender wirklich zufrieden sind. Dass man sich nicht irgendwo halt wieder ins Kellerchen einschließt oder so und eine kleine Sache entwickelt irgendwie und letztendlich irgendwie das Ganze irgendwie nicht ins große Ganze passt. Das Ganze eben auch irgendwie als IT, als Webshop zu sehen und wirklich einen grünen Service für zufriedene Endanwender anbietet. Was ich auch beobachte, ist halt, dass die interne IT näher ans Business muss. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, irgendwie, um auch die Daseinsberechtigung zu behalten. Und da ist es eben auch wichtig, irgendwo halt, ich glaube, Michael, du hast das, glaube ich, mal ganz gut gesagt, ein Kollege von mir, die müssen im Endeffekt Berater werden, so wie wir es sind in Zukunft. Wenn sie das nicht schaffen, dann sind sie auch ersetzbar. In Bezug auf die Organisation, und das finde ich mit am spannendsten, Technik hat sich schon immer verbessert, verändert, die Möglichkeiten, die da sind, ist halt, dass die Organisation auch Veränderungen entsprechend als Thema begreift und das Ganze auch mit irgendwie diese Veränderungsprozesse, die notwendig sind, nicht nur bei den IT-Ownern, sondern auch bei den Endanwendern, in der ganzen Organisation, sprich agiles Vorgehen, DevOps-Vorgehen, IT as a Service, dass man das eben auch zum Thema macht. Und dass man da eben auch entsprechende Aufwände für vorsieht, irgendwie Mechanismen einsetzt, wie Marketing, entsprechende Support-Prozesse, irgendwie Engaging für die neuen Funktionen. Ich sehe das jetzt auch immer wieder in diesem Evergreen-Prozess, wo einfach die Schrittigkeit irgendwo auch vorgegeben wird durch den Hersteller, was einen riesen Impact auf die Organisation hat. IT-Betriebsräte müssen einmal im Jahr eingebunden werden, müssen überhaupt in der Lage sein, das Ganze irgendwie zu bewerten und freizugeben. Durch ihre Mitbestimmungspflicht als Early Adapter. Datenschutz muss eingebunden werden. Allein dieser Evergreen Service ist schon eine riesige Herausforderung. Und da ist es wichtig, dass man eben auch durch die Geschäftsführer, durch das gehobene Management, durch die Stakeholder entsprechend auch den Rückhalt hat und auch die nötigen Aufwände und die Zeit sich nimmt.